Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und ich bin der Möglichmacher. Mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg, aus dem wirklich heißen Hamburg. Also, ich habe das heute mal so richtig abbekommen. Ich habe den ganzen Tag vor der Kamera gestanden und musste ja verschiedene Sachen zum Anziehen mitnehmen und habe die durch die halbe Stadt geschleppt. Und ich muss dir sagen, das war, ja, angenehmer war mein Wochenende. Da komme ich aber zum späteren Zeitpunkt nochmal drauf zurück. Bevor dieser Podcast heute startet, möchte ich dir etwas in eigener Sache sagen. So, und damit beginne ich jetzt einfach mal, ja. Denn ich suche dich. Ich suche dich für eine Case Study und habe zum Ziel, dein Coach zu werden für ein halbes Jahr. Wenn dir folgende Gedankengänge nicht fremd sind: Was will ich mit meinem Leben noch erreichen? Warum sage ich nicht einfach mal nein? Wenn ich damals XY gemacht hätte, dann wäre ich heute. Ich wäre so gern mal ausgeglichen. Was ist eigentlich mein Sinn auf dieser Welt? Hätte ich doch mal mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Ich finde meinen Fokus nicht mehr. Ich bin völlig verkopft. Wenn ich meine Power auf die Straße bringen würde, dann. Also, wenn dir diese Gedanken immer wieder in deinem Kopf rumspuken, dann ist heute deine Chance. Bis zum 31.10.2019 suche ich 10 Menschen, Angestellte oder Unternehmer, die bereit sind, ein Videotagebuch über unser Coaching zu führen und die bereit sind, dass ich das Material für meine Werbezwecke nutzen darf. Die Einträge, die ihr macht, brauchen nicht länger als 3 Minuten pro Eintrag zu sein. Ich biete dir dafür mein halbjähriges Intensivcoaching mit der persönlichen Auswertung deiner genetisch verankerten Bedürfnisse an und du zahlst dafür 2.380 Euro brutto. Das sind 50% von dem Betrag, den ich aktuell dafür nehme. Die Auswertung alleine hat einen aktuellen Wert von 1.428 Euro brutto. Wir werden keine Stundenbegrenzung setzen und du bekommst von mir 100% Coachingleistung. Und du musst nicht in Hamburg ansässig sein. Wir können das auf allen digitalen Kommunikationsmittel zurückgreifen. Und wenn du das annimmst und wenn du dich bei mir meldest, dann freue ich mich wirklich auf dich. So, und jetzt komme ich zu meinem heutigen Podcast. Ja, in meinem heutigen Podcast, worum geht's da? In dem Podcast geht es um das inflationäre oder die inflationäre Verwendung des Begriffes Selbstliebe. Dieses Wort kommt ja fast in jedem Buch vor, das sich mit Persönlichkeitswachstum beschäftigt. Und vielleicht sind wir beide uns in einem Punkt ähnlich. Wir beide können das Wort irgendwie nicht mehr hören. Denn irgendwie nutzt das wirklich gerade jeder und füllt das Wort mit anderen Inhalten. Dadurch wandelt sich dieses tolle Wort in eine Worthülse, die uns allen auf den Keks geht. Mir ist aufgefallen, dass ich anfange, komisch darauf zu reagieren. Dabei ist die Liebe zu sich selber leider keine Selbstverständlichkeit und daher ist es so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wer sich nicht selber liebt oder zumindest gerne hat, der kann nur sehr schwer andere Menschen lieben und ihnen mit Respekt begegnen. Wer sich nicht selber wahrnehmen kann, der kann nur sehr schwer sein Leben annehmen und es verändern und andere Ergebnisse erzielen als die, die ihn belasten. Und glaub mir, ich weiß genau, wovon ich spreche. Als damals bei mir die Depression so stark wurde, war ich nicht in der Lage, meine wirklich belastenden Ergebnisse zu wandeln. Und trotz meines Wissens um die Macht von vielen, vielen Coaching-Tools. Wer sich nicht selber annehmen kann, so wie er ist, der kann kaum Krisen bewältigen, andere Menschen akzeptieren und zu seiner Intuition, zu seiner Emotion finden.
Das sind aber alles sehr wichtige Kriterien, um gute Entscheidungen zu fällen, sich gut zu positionieren, ein positives Selbstbild zu schaffen, Grenzen zu ziehen, mehr Geld zu haben oder einfach nur den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden. Ich habe mich in den letzten Jahren sehr mit meiner Selbstliebe befasst und entdeckt, dass ich sie durch Klarheit über mich finde. Vielleicht verdeutlicht sich das Wort Selbstliebe und ihre Bedeutung für jeden von uns in einem kleinen Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die Sendung The Biggest Loser kennst. Ja, sie hat etwas mit Losen zu tun in Form von Abnehmen. Es gibt mehrere Kandidaten, die in Challenges gegeneinander antreten und diejenigen oder derjenige, der am Ende am meisten abgenommen hat, der gewinnt einen Preis. Ja, der Preis ist ein leichteres Leben und eine bestimmte Summe an Geld. Wir alle werden ja nicht einfach so über Nacht dicker. Das ist meist ein sehr schleichender Prozess, der sich auf Körper, Geist und Seele auswirkt und hat meist etwas mit fehlender Selbstliebe zu tun. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ja, Verlust der Eltern, Scheidung, Mobbing und noch einige mehr. Ich glaube fest daran, dass Faulheit wohl der seltenste Auslöser dafür ist. Jetzt komme ich zum Beispiel. Am Anfang jeder Staffel werden die Kandidaten in einen Spiegelraum gestellt, in dem sie sich nur mit Badesachen bekleidet rundherum sehen können. Das ist ein höchst emotionaler Moment, den meist realisieren diese Menschen erst dann, wie es wirklich um sie bestellt ist. Dort gehen sie aktiv in diesen Raum rein. Und das ist das Problem. Denn wenn wir nicht aktiv etwas machen, dann realisieren wir das nicht. Jeder von uns hat so einen Spiegelraum in sich. Ja, auch du. Ich gehe sogar noch etwas weiter. Jeder von uns hat eine Art Spiegellabyrinth, wie auf einem alten Jahrmarkt in sich. Wir sehen uns von jeder Seite, stehen uns im Weg, laufen gegen uns und das machen wir alles in unserem Kopf. Ganz häufig schaut uns dann noch unser griesgrämiges Gesicht dabei an und lenkt uns davon ab, den richtigen Weg zu finden. Den Weg zu unserer Selbstliebe, zu unseren Emotionen, die uns den richtigen Weg zeigen. Egal wohin wir uns drehen, wir sehen kein Licht am Horizont. Mir wurde das am letzten Wochenende wieder sehr klar. Mir wurde klar, dass auch ich ab und zu den Pfad meiner Selbstliebe verlasse und dass, ja, dass gerade das einfach so geht. Ja, wenn du mir auf Facebook oder Instagram folgst, weißt du, dass ich mit Freunden segeln war. Ich war an meinem Kraftort in Travemünde. Ich habe sogar noch einen draufgesetzt und habe auf dem Segler übernachtet. Das war herrlich. Ja, so ein wenig schaukeln, Ruhe, absolute Entspannung für mich. Und dann kam ich Sonntagabend zurück nach Hamburg. In ein stickiges, hupendes, sirenenheulendes, schimpfendes, stressiges, angenervtes Hamburg. Versteh mich nicht falsch, ich liebe diese Stadt, aber nach dem beschaulichen Travemünde war das eine Explosion meiner Sinne. Da wurde mir klar, wie selten ich an meinem Kraftort fahre, wie selten ich auf die Stimme meiner Selbstliebe höre oder gehört habe, die meinte, fahr dorthin, verlass mal diese Lautstärke und Hektik und den Beton dieser Stadt, geh mal in die Natur. Manchmal, ja, manchmal brauchen wir alle einen kleinen Tritt in den Allerwertesten, damit wir uns wieder erinnern, was uns gut tut. Und genau darum geht es bei Selbstliebe. Es geht darum, dass wir nicht nur wissen, was gut für uns ist, sondern es als selbstverständlich für uns annehmen und tun. Es geht darum, dass wir uns immer wieder eines sagen. Du bist der wertvollste Mensch in meinem Leben. Ohne dich bin ich nichts. Vielleicht kommt dir ja der eine oder andere Gedanke, wie du dich selber in deiner Selbstliebe stärken kannst. Für heute sage ich danke, dass du bis hierhin gehört hast und sage bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.